So. Urlaub. Ah, endlich Urlaub. Ha. Okay. Wer ist? Wille sitzt. Hätte ich ausgeschaltet. Gut. Geht die im Urlaub. Die Sonne nicht so brennt, ne? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zurück bei Team Fraktum Digitum mit meiner Wenigkeit, Eddie. Ach, der Hut, der sitzt noch nicht so richtig. Ja, Freunde, ich habe mir mal gedacht, ich mache heute mal Urlaub. Und zwar tatsächlich nicht Urlaub im allgemeinen Sinne, sondern Gaming-Urlaub. Gaming-Urlaub stelle ich mir so vor, sonst habe ich ja immer so ganz diese Ballerspiele gezockt. Die ist sehr viel Gewalt enthielt, so mit Blut. Ja. Und er ist von oben bis unten eingesaut, ey. Ach du lieber Himmel. Und töten. Haut ab mit eurem Scheiß. Gewalt im eigentlichen Sinne. Jo, moin. Ich hab gar nicht gesehen, dass er da lag. Ja, und ich habe mir gedacht, wir spielen heute mal was Spannendes. Einfach mal die Seele baumeln lassen, so. Ne? Zocken allgemein. Und zwar mit Lemur. Far Changing Tides. Jo, das Game sieht so aus. Wir begeben uns auf eine Reise mit diesem Mannequin hier. Und ja, schauen mal, wo uns das hinführt. Also es... Ja, das ist das Game. Aber das kommt gleich noch besser. Also wir schwimmen jetzt nicht hier die ganze Zeit durch so eine hübsche Landschaft rum. Da kommt noch mehr. Also ich habe den Vorgänger gespielt. Far Lone Sails. Das verlinke ich euch noch in der Videobeschreibung. Genau wie das hier. Ganz klar. Ich finde, ja, einfach mal entspannt machen. Nicht immer gucken, ob man genug Medkits hat oder genug Munition. Einfach mal... Seele bauen lassen. Ah, das ist Urlaub, Freunde. Ja. Jetzt ist die Musik weg. Ah. Hey. Hüpf, du Knecht. Ah, kann auch gedrückt halten. Ah, da ist ein Button. Oh. Also es gibt natürlich auch Mechaniken, ganz klar, wie man es hier gerade sieht. So witzlos wird, um halt in der Welt voranzukommen. Oh. Okay. Okay, das scheint unsere Bude zu sein.
Also jetzt nur, um das mal klarzustellen, ich benutze nicht einmal die Maus. Also ich kann die auch gar nicht benutzen. Also das ist wirklich hier... recht entspanntes Gameplay. Ne? Keine Ahnung, was ich mit der Box soll, aber ich habe das Gefühl, ich muss die mitnehmen. Ah, oh, ist eine herrliche Landschaft. Sehr schön gemacht. Ich das Ding jetzt doch nicht. Offensichtlich nicht. Gut, macht nichts. Also, wie gesagt, das ist noch nicht das, worum es in dem Game. Ja, doch, in dem Game geht es eigentlich schon darum. Ach du Scheiße. Es ist halt ein Rätselspiel, ne? Ah, da muss ich durch. Halt in der Welt. Die Rätsel sehen halt, wie ich schon mal gesagt hatte, halt so aus. Einfach zu gucken, wie komme ich weiter in der Welt voran. Da gibt es dann halt diverse Knöpfe, die man drücken muss, Hebel ziehen und so weiter und so fort. Okay, Staubsauger. Oh, schön das Wasser abpumpen. Ja, schon geil. Okay. Uns mal was Fesches angezogen. Yeah, ne? Ja, sieht super aus. Weiter geht's. Hopp. Ah! Was ist denn der Scheiß? So, ich mir den Urlaub aber nicht vorgestellt. Oh, die ganze Bude läuft voll. Das jetzt so sein? Irgendwas kriegen wir mit dem Sauger nicht mehr gerichtet, ne? Nee, ich glaube, das ist hier. Der Fisch, der ist hier unten gegessen, habe ich das Gefühl. Kann das Männchen ersticken? Oh, passieren Sachen. Durch die Klamotten habe ich jetzt einen Speedboost bekommen. Jetzt will ich das hier nicht aufheben.
Drache kann dir so aus dem Wasser helfen. Nö. Ah, ich kann den hier machen. Ja, natürlich, natürlich. Das wusste ich. Sieht überhaupt aus. Hat auch so eine coole Brille wie ich. Hopp. Ja, nicht ganz so cool wie meine, aber. Ah, passt schon. Ja. Ja, moin. Ja, das ist, liebe Damen und Herren. Das, was ich die ganze Zeit finden wollte. Das war unser Boot, mit der wir diese Welt durchstreifen werden. Ein bisschen futuristisch, Steampunk-mäßig angehaucht. Aber immerhin besser wie zu Fuß. Das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das alles mit der Tastatur zu machen. Also hier die Hand, die seien die für die Maus gedacht, aber da passiert halt gar nichts. So. Okay, ich hab den Button hier drückt. Ups. Nee, nee, fahr den Ausleger mal wieder raus, Kollege. Ja, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Gut auch Sachen machen. Fridolin. Oh genau, wir nennen ihn Fridolin. Fridolin, die kleine Nervensäge, die das scheiß Ding hier nicht packt. Fridolin, du Sachen. Okay, wir. Ah, wait a minute, ich muss nach oben. Ah, ja, ein bisschen schwierig ohne Brille. Ja, das sieht doch. Ja, 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 ach, das ist ein Haken. Sag das doch, Leute. Gut, wir stechen den See, Freunde. Cool. Geht er doch schneller. Oh, ich liebe ja sowas, ne? Das muss nicht immer AAA High Quality Ultra Raytracing Grafik sein. Geht auch so. Schön.
einfach genießen. Ich mache hier gar nichts. Also wir lassen das schön treiben hier den Koffer. Also im ersten Teil war es so, dass man ab und zu mal Ressourcen aufsammeln konnte. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das hier genauso ist. Aber wir schauen uns mal um. Wann jetzt überhaupt in das Boot weiter reinkommt. Ist immer noch dicht. Ha! Das ist ja seltsam. Ja, ich glaube, das wäre jetzt dumm abzusteigen, weil dann ist das Boot nämlich weg. Ah, ich habe das Gefühl, wir kommen gleich nicht mehr weit. Ah, da oben haben wir auch eine Fahne, die runtergeht. Also ich weiß nicht genau, wofür das jetzt sein soll. Die ist gerade ein Stück nach unten gegangen. Jetzt geht sie wieder hoch. Oh, dieser Wimpel da. Das könnte eine Geschwindigkeitsanzeige sein. Da steht er, Fridolin. Ah, vorne können wir auch hoch runtergehen. Ah, ich glaube, das passt da oben mit dem Mast nicht. Wir lassen es mal drauf ankommen. Ja. Geil. Ah ja, das ist tatsächlich. Der Wimpel ist tatsächlich die Geschwindigkeitsanzeige und ja. Jetzt ist da was kaputt, wie das aussieht. Oder geht das noch? Da steigt so ein bisschen Rauch auf. Scheint aber noch zu funktionieren. Hilft mal eben ins Wasser. Ist hier irgendwas Interessantes? Nö. Tatsächlich nicht. Man hätte ja sein können. Ja, ich glaube, das war jetzt nicht so gut für den Mast, dass ich das jetzt einfach dagegen hab gegenscheppern lassen. Aber hey. Muss einfach mal ausprobieren. Weil ich glaube, ich muss die Sachen dann auch mal ab und an reparieren, wenn mir so Sachen passieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wie der Mast jetzt von der Brücke donner. Ja, das sollte eigentlich nicht passieren. Müssen wir demnächst darauf achten. Da ist doch noch so ein Hebelchen. Ah, ah! Look at this! Volle Fahrt voraus, ihr Nuggets! Hey, das war jetzt zu viel. Ah, da muss man immer so ein bisschen mit dem Wind stellen. Das ist nicht cool. Oh, 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 oh. Stopp! Die Maschine! Stopp! Okay, alles gut. Alles cool. Hopp. Go, Fridolin!
Ah. Ist da die Sicherung durchgeknallt oder was? Erstmal Holz schneiden. Okay, das ist cool. Das ist schon cool. Das habe ich am ersten Teil auch geliebt, irgendwie so diese. Oh, die Mechaniken einfach, ne? Was die da so alles versteckelt haben. Hab ich mir gedacht, den zweiten Teil will ich auch haben. Ah, okay. Ist das so eine Art Batterie? Ah, ne, das ist zum Reparieren. Platz zum Reparieren. Ne, sieht aus wie ein Bunsenbrenner. Weg. Go, Fridolin! Oh ne, das Boot, das macht fort. Hopp. Geil, wir haben was zum Reparieren, Freunde. Das ist geil. Pack das mal hier hinten hin. Schön langsam mit der Strömung treiben lassen. Ah, herrlich. Hat ein bisschen was von Angeln. Einfach sitzen. Schön dem Wasser lauschen. Und warten, dass was passiert. Hep. Hui. Volle Kraft voraus. Das ist schon. Das ist Knorke. Wie man früher gesagt hätte. Ja, ja. Cool. Servus! Ich glaube, ich muss das Segel nochmal nachstellen. Herrliche Landschaft, Freunde.
wo ich denke mal Spielprinzip, das brauche ich nicht weiter zu erklären, ist jetzt wohl klar. Schön. Schön. Einfach herrlich. Nochmal nachstellen. Ridolin macht das auch super. Aber es ist ja auch meine Expertise, wie ich ihn anweise. Das Ding ist robust, sieht nur scheiße aus. Oh, herrlich. C und V können wir richtig schön nah ranzoomen. Also jetzt zoome ich gerade mit V ran. Das wäre jetzt C einfach. Seitenperspektive. Was ist jetzt los? Okay. Kleines Erdbeben. Kein Problem. Wir sind im Urlaub. Ridolin. Okay, der Wind nimmt ab. Komm wieder in, komm wieder in Gebiet rein. Will den Mast. Banana tütteln. Beweg dich doch! Boah, bin da vorgedengelt. Okay, da ist eine Barrikade. Die muss irgendwie da weg. Logisch, ne? Hopp. Der Speedboost ist schon Töfte. Keine Ahnung, was das ist. Was habe ich da? Das sieht nach Brennstoff aus. Brennstoff geladen, würde ich sagen. Drücken wir mal aufs Knöpfchen.
Oh! Blasebalg! Schön anfachen den Hummel. Links oder rechts? Oh, nach links will ich ja mal sagen, ne? Ist der Haufen wieder aus hier oder was? Da ist noch was. Ein Tornister voller Brennstoff. Was haben wir hier noch? Okay, das hinterfragen wir jetzt nicht. Fridolin, unser Held. Er braucht dein Geld, denn er ist Fridolin. So, du Koffer, setz dich in Bewegung. Warum fährt er nicht? Na, jetzt. Ach komm schon. Ja, roll weiter. Oh yeah. Okay. Tu den Hebel schon mal in die andere Richtung machen. Das ist jetzt die meine logische Konsequenz jetzt daraus. Wenn es nicht mehr nach rechts geht, muss es nach links gehen. So. Und du? Den Müll hier verbrennen? Warum ist der Koffer jetzt voll? Ich habe nicht darauf geachtet. Weil ich da hinten immer drauf gesprungen bin, kann das sein? Bude hier mal richtig an hier. Kid! Gib Kid! Alles was geht. Ja, guck mal da, wie der rennt, der Koffer. Voll Dampf raus. Wuhu! Fridolin! Oh man! Also für mich ist das jetzt ein Fridolin. Wenn das naja heißt, ist ein Girl und so. Das ist mir jetzt egal. Das ist Fridolin. Go! Fridolin! Okay. Hier. Ich habe das hinuntergelassen. Ah, da kommt raus. Kann ich auch noch hin? Sachen tragen.
Oh mein Gott. Da habe ich mir jetzt einen dran abgebrochen. Sorry. Ah, okay. Wir haben jetzt den Maschinenraum, würde ich. Also ich nenne es jetzt. Ja, es sieht aus wie ein Maschinenraum. Wir haben den jetzt freigeschaltet. Cool. Und damit sollen wir jetzt diesen Tankwagen wegarbeiten, oder wie? Ich bin hier gespannt. Oh ja, eine Service-Luke. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Okay, nach da können wir auch raus. Ja, Fridolin, heiz den Koffer mal an hier. Nice. Okay, machen das Hebelchen schon mal nach vorne. Ja, volle Kraft voraus, würde ich sagen. Ist die Frage, wofür ist das? Das könnte irgendwie Brennstoffvorschub sein oder sowas. Wir machen das mal an hier. Oh ja, guck mal, wie das geht. Ja. Volle Kraft voraus. Mich hält niemand auf. Ja. Guck mal, das läuft hier. Okay. Back in business. Aber doch mal ganz scheiße. Maschine aus, Musik aus. Ah, so können wir auch funktionieren. Aber ich sag ja mal so. Jetzt haben wir uns ja freigekämpft. Wir müssen jetzt nicht den ganzen Brennstoff hier durchjodeln. Schön. CO2-neutral. Ne? Schön spritsparend. Oh. Oh. Ach, hier ist gar kein Wind. Gut. Scheiß auf Umweltfreundlichkeit. Scheiß auf Energiesparen. Feuer frei. Mach die Stube heiß. Ah, so lieben wir das. Und die Mucke ist auch wieder da. Volle Feuerkraft voraus. Ja, genau wie im ersten Teil. Jetzt muss man sehen, dass man die Maschine am Laufen hält. Aber ich denke mal, das könnt ihr euch denken. Hier mal so Knöpfchen, also unten, da ist so eine Kette mit Haken. Schön den Vorrat frisch zu halten.
Oh, haben wir gar nichts mehr. Oh. Das ist schlecht. Ich glaube, das macht die Maschine auf Dauer gar nicht mit, wie das aussieht. Das ist ab und zu mal mit dem Schweißgerät dran. Läuft noch, läuft noch. Was ist hier hinten? Da haben wir doch noch ein paar Vorräte. Ist der Koffer wieder ausgegangen? Nee, doch nicht. Oh, so von der Boje gedonnert. Das ist ja natürlich nicht schön, ne? Das nehmen wir doch schon mal mit. Das sieht gut aus. Das so aufnehmen würde. Ich glaube, da hängt doch was. Ich muss das nur hier hinhängen. Ah. Das ist nur noch mal so Vorrat. Eigentlich haben wir genug, aber da hinten war noch mehr, das hole ich mir natürlich auch noch. Weil haben ist bekanntlich besser wie brauchen. So sehe ich das halt auch. So, dann nehmen wir uns das hier auch noch mit. Kann man den Müll hier gar nicht aufnehmen. Da. Schwimm, kleines Bienchen. Ich glaube, ich versuche da erstmal durchzubrechen, damit ich nicht immer so weit schwimmen muss. So, lad mal voll. Okay, das ist schon geil. Mal an den Koffer. Oh, schön langsame Fahrt. Und dann nix zu ein. Oh, 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 oh. Ruhig, ruhig, Fridolin. Was ist das? Ich bin stuck. Ja, wir sammeln das hier erstmal auf. Huch! Huch! Hei, hei, hei. Oh.
Hoch. Okay, da blinkt was blau. Oh, ich hab was drin geladen. Schub, Junge. Das ist einfach nur der Sauger. Ah, lol. Idiot. Oh, ich habe da irgendwas aufgenommen. Das leuchtet. Das ist das Objekt der Begierde. Einfach nur eine Laterne. Ha. Ah, ich glaube, das Ding ist... Oh, egal. Stelle ich mir das einfach mal hier. Oder da hin ist. Frisch. Ich muss jetzt sehen, dass ich da jetzt... Potter vorbeikommen. Schub, Fridolin, Schub. Ah, das geht doch. Fällt das jetzt nicht auf mich drauf? Fridolin ist einfach der Held. Okay, ja, das glaube ich, denke ein bisschen zu kompliziert. Aber mich hat dieses blaue pulsierende etwas halt abgelenkt. Ja, dieses kreisförmige. Jo. Hopp, hopp. Und voller Schub. Aber wann weiß ich denn, wann der Wind ist? So. Ich probiere jetzt einfach mal nochmal Wind anzumachen. Nein, 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 nein. Nö. Hier geht ja gar nichts. Gut. Dann eben nicht. Ja, nur das Maximum raus. Jetzt ist das hier schon wieder kein Urlaub mehr. Jetzt muss ich eben schuften. Ah, trotzdem nice. Nachladen. Ja, das ist schon geil. Jetzt pulsiert das wieder. Makes me nervous. Da geht eine Warnlampe an, ich weiß nicht wofür.
glaube, das ist irgendwie Ausdauer vom Motor oder sowas. Oh, hier passiert Sachen. No! Okay, alles cool. Wir ziehen das jetzt hier durch. Wird das jetzt im Abenteuerurlaub? Wie das? War noch schief. Okay. Ah, Wind ist wieder da. Oh, den Rest ist heiß, weiß ich, ob der da drauf ist. Oh! Oh, aber der Masten gedonnert. Okay, wir kommen in schnelles, strömungsreiches Fahrwasser. So wie das hier ausschaut. Ne, Ridolin. Ach, hinne. Hä? War hier nicht eben noch Wind? Ach, leck mich doch. Jetzt kann ich erstmal die Bude reparieren. Dann lassen wir halt das Wasser die Arbeit machen. Mein Brenner ist weg. Oh shit. Oh no. Was ist das jetzt hier für ein Kack? Das Wasser. Was mit dem Wasser? Oh, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Fridolin! LOL! Okay. Das kam unerwartet. Sieht man Fridolin, glaube ich, an. Ja, was ist das denn jetzt? Ist der Koffer hier abgesoffen? Nee, hör doch auf. Das sind zwei Teile gebrochen. Ja, schöne Scheiße hier. Hüpf. Fridolin, also das ist schon ein bisschen so ein Krampf hier mit der Tastatur. Hüpf, hinunter. Das ist die Lampe, die wir vorhin aufgesammelt haben, die wird direkt mit verschert. Mehr war hier jetzt auch nicht. Geil, da ist das Boot auseinandergebrochen. Aber schwimmt ja offensichtlich noch. Deswegen sehe ich da jetzt eigentlich wenig Probleme. So. Ne? Die Mechanik ist ja auch noch vorhanden. Die Mechanik ist auch noch vorhanden. Nicht. Ah, es ist. Ja, ich muss zugeben, hört sich nicht ganz so gesund an. Alles knarzt so ein bisschen. Da ist noch so eine Ausdaueranzeige. Dieses Thermometer da hinten.
dass der Koffer abhängt. Und nicht überkochen jetzt. Was ist denn hier? Nein, da. Der Kolben rausgeflutscht. Möhre überhitzt jetzt hier in einer Tour oder was? Macht Dampf. Der Motor leidet. Der Motor leidet, Freunde. Schub! Ich glaube, wir lassen die nochmal kurz mal abkühlen. Positionieren aber schon mal auf. Eieiei, ist der Hobel ramponiert. Ich habe auch keinen Brenner da, ne? Das ist ja jetzt der Käse. Hopp. Hopp. Wieder reindrücken und Feuerfall. Oh Leute, der Koffer hat zu kämpfen. Stelle quälen.
toller Urlaub. Was hat mir mit. Was wurde mir da wieder für ein Boot angedreht, Leute? Ah, ja gut, vorhin hat er ja gut gelaufen. Aber das hier, das ist jetzt für den Arsch. Ja, pfeift's raus, der Kolben, der springt ständig raus. Fridolin hat auch schon keinen Bock mehr. Hüpf, Fridolin. Er hat sich den Urlaub auch anders vorgestellt. Da geht doch noch was. Feuer frei. Speed. Bis zum Brechen der Nadel. Ich habe so ein Gefühl, dass wir es gleich geschafft haben. Ja, jetzt läuft schon Musik. Kommt schon. Zieh, kleiner Motor, zieh. Zieh. Komm schon. Ah, ich habe so ein Gefühl, wir haben es gleich. Wilderei, Freunde. Ah ja. Oh. Oh, mach mal aus hier jetzt.
Ich lasse das mal so laufen. Ich habe keine Ahnung, wie der Motor ausgeht. Was, hä? Okay, da geht's. Da nur nach oben. Hopp. Go, Fridolin. Die Salze sind schon geil. So, dann schauen wir mal, ob wir hier was finden. Den Koffer wieder auf Vordermann zu bringen. Ne, Fridolin. Das ist aber auch richtig tot. Null Sound. Ach, Scheiße, bin ich runtergefallen. Okay, da ist ein Knöpfchen. Ich muss festhalten. Okay. Ah, kann man steuern? Ich bleib hier mal so stehen. Oder so. Das ist halt so das Geile am Game. Ist ja so. Man läuft da mit so einem kleinen Männchen rum, halt jetzt in dem Fall Fridolin. Da drückt man auf so irgendwelche Knöpfe, Hebel und da passieren dann so Riesensachen. Das ist schon. Geil. Gut, das war jetzt nicht spektakulär, aber hatte schon was. Riesiger Funkturm. Wo zum Teufel sind wir? Was ist das hier? Nee, hör doch auf. Ah, da sehe ich auch an der Seite die. Da ist jetzt, glaube ich, so ein Balken weggegangen von dem Brenner. Den darf ich nicht so oft verwenden. Offensichtlich. Fahrstuhl? Naja, funktioniert genau wie der andere. Belegte der Alten. Also, naja, seht ihr das leider nicht. Jetzt, ich habe das ausgestellt. Ich kriege hier haufenweise Steam-Errungenschaften. Naja, wie hübsch. Doch schon mal einiges wert. Oh ja, da geht die Jalousie schon mal auf. Das Falltor. Interessant. Jetzt auch mal.
weitergehen oder? Soll ich jetzt warten, bis das Boot vorbeigeschwommen ist? Oh, da kommt was nach vorne. Ja. Oh, I understand. Nehmen wir jetzt ein neues Teil für unser Boot. Ah ja. Das sieht für mich nämlich verdammt nochmal danach aus. Das nicht geil. Wir müssen das auf der richtigen Höhe anbringen. Runter. Okay, ich habe das Gefühl, die Lampen verraten mir, was richtig ist. Fancy aus. Cool. Alter, was haben wir denn da hinten drauf? Das ist doch wirklich nur eine Walfänger-Harpune. Nee, gar nicht. Hopp, Fridolin. So, jetzt gehen wir erstmal in den Maschinenraum fliegen. Look at this. Neue Wohnstube. Oh, wie schön. Das muss jetzt sein. Also, der Motor hat echt gelitten bis hierhin. So, guck mal da. Legen wir es mal hier hin. Den Kolben, den drücken wir mal wieder rein. Den Tor muss man noch aufmachen. Ja. Hopp, Ridolin. So, was kann ich hier mit jetzt veranstalten? Ein Angelhaken. Oh lol. Ah, Moment. Ah ne, ich hab's schon am Haken. Ah, ich verstehe. Ach, Fridolin. Hör ich noch nicht so an jetzt hier. Sieh!
Okay. Cool. Also das nervt mich hier mit der mit dieser Bodenluke. Ja, wenn hier eine dicke Laterne. Ja, das ist Brennstoff. Die eine Laterne, die behalten wir uns, die da so schick leuchtet. Bisschen Deko muss sein. Hep, Ridolin. Ja, das ist jetzt so ein bisschen schleppen. Dauert alles ein bisschen länger wie gewöhnlich. Aber dann haben wir wenigstens beim Fahren Ruhe. So, die hängen wir uns jetzt mal schick irgendwo hin. Da, schön im Eingangsbereich. Damit man nicht die Treppe runterfällt. Das ist ja die Sache, jetzt ist das Tor noch nicht auf. Oder halt, stopp. Lag doch, da unten war doch noch was, oder nicht? Ah, oh, siehst du, ich bin doch nicht blöd. Schub, Fridolin! Schub? Ah, guck mal da. Ja, es geht auf. Und doch gerade da hatte ich doch was gesehen. So. Stube heiß machen. Gut. Gut. Volle Kraft raus. Und richtig befeuern den Kopf an. Oh, guck mal, wie der Schnur, der quietscht nichts mehr, der klappert nichts mehr. Ja, so wollen wir das hören. Einzylinder, Triple, Wankelmotor. Guck mal, wie der Schnur, wie er dreht. Die Kolben, die flutschen wieder vor und zurück. Sehr schön, sehr schön. Und ich glaube, jetzt haben wir auch mal Wind wieder. Oh, wir kommen in tieferes Fahrwasser. Ohohohoho. Seegang, Freunde. Ey. Ja, 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 ja. Gleich können wir den Lullaby wieder genießen. So. Schön. Den Wind einfangen. Suchen. Ja, 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 ja. Und es läuft wieder. Ah. Urlaub, Leute, Urlaub. Er beginnt wieder. Oh ja. Oh, den Motor, den lassen wir mal auskühlen. Und jetzt haben wir ja wieder die naturfreundliche Variante am Start. Können den Wellengang ein wenig genießen. Habe ich hier nur kein Bierchen. Na gut. Muss auch nicht sein. Geht auch mal ohne. Was ist der Motor mal ausgekühlt? Das macht gar nichts. Aber wir können ja schon mal wieder aufmunitionieren. Ich glaube, mit Motor sind wir sogar besser dran. Aber das ist doch ganz schöner Seegang.
das Gefühl, wir kommen nicht so richtig vor. Auch so gewollt. Oh, der Leuchter hier oben. Ja, ist schon ein heftiges Fahrrad. Was ist denn hier? Also ich habe das Gefühl, das wird hier gleich eine stürmische Nummer. Und schon wieder so eine Kackboje. Die nehmen wir um. Volles von voraus. Schieb! Schieb! Ah, weg mit dir. Also, das ist ein bisschen gegen das Segel gedonnert. Was, dass man darauf auch achten muss. Oh, 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 die Segel. Die Segel. Neu kalibrieren. Ich bin jetzt kaputt. Das sieht ein bisschen beschädigt aus. Ich will ja nicht wieder direkt vom Brenner. Segel einholen sollen. Nein. Es regnet auch, also das ist nicht so das, was ich so erwartet habe. So Urlaubsfeeling, ne?
bei dem Wetter das Segel rausholen. Weil den Mast da wieder aufstellen. Ja, das ist ein Schweißgerät. Das ist jetzt auch wieder direkt leer. Ich glaube, wenn ich das mache, kommt da direkt wieder der Blitz rein und dann stehen wir wieder da. Aber ist ja natürlich klar, auch auf dem Wasser und dann hängt da so eine. Großer metallener Mast raus. Klar, wo der Blitz dann rein war. Ach ja, das ist Urlaub, Freunde. Das ist Urlaub. Durch das beschissenste Fahrwasser kämpfen. Dass er sich so mühelos hier bewegt. Hier ist doch nichts. Nein, nun. Mit der Welle surfen. Ja, jetzt stehen wir hier.
Kreise. Ja. Okay, nur mal kurz. Also wir haben keinen Treibstoff mehr. Wir haben aber keinen Müll mehr zum Verbrennen. Wir können das Segel nicht rausholen. Auf dem Grund ist auch nichts. Also die einzige logische Konsequenz ist jetzt einfach schwimmen. Schwimmen bis zum Brechen. Dass man hier irgendwas findet. Okay, es wird immer dunkler. Was ist hier los? Soll das so sein? Okay, was sind denn die Optionen? Ja. Hey, jetzt stellt er es doch auf. Will er mich verarschen? Okay, da schneiden wir raus. Cool. Naja, da hat noch einer Schiffbruch erlitten. Cool. Oh. Wir haben es geschafft, Freunde. Ha. Im böswilligen Wetter entflohen. Schön. Oh. Bremsen, 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 bremsen. Sehr hohe Felswand. Ah, das sieht schon mal gut aus. Schweißbrenner. Hier? Soll ich da erst drinne gucken? Ich gehe erst nochmal zurück. Okay, man kann den Haken drehen. Ah, Moment, just a minute.
Ich lasse das jetzt mal so stehen. Vielleicht kommt da ja noch was. Den lassen wir auch noch hier. Oh ne, den nehmen wir mit. Ach, Fridolin, der Kleine, ne? Ach, das haben wir sehr schön. Ja, links oder rechts? Fridolin. Ach, leck mich doch. Ich hab's gleich. Dieser Spiel. So auf einen wartet. Das ist schon frech. Oh. Bing. Bing, 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 bing. Was passiert jetzt? Da ist ein Knopf, da will ich drauf drücken. Das triggert so richtig, wenn das so aufleuchtet. Ja, da ich drauf drücke. Okay, ein Energiekern oder sowas. Was mache ich mit dem jetzt? Die Richtung ändern von dem Sauger. Schon mal der Schweißbrenner, das ist schon mal gut. Das machen wir schon mal ganz unten hin. Ich glaube, ich muss diesen Tank wieder befüllen.
weiß ich auch, was da an den Haken gehört, ne? Ah, Fridolin. Das nehmen wir mal mit. Push. Ach nee, ich muss, halt, stopp. Ich muss den Haken da dran machen. Das schmeißen wir schon mal da runter. Mit Gewiss auf dem Boot landen. Hopp. Hopp, Fridolin. Diese Tastatursteuerung. Quälend, wenn man es nicht gewohnt ist. So. Peter. Go, Fridolin. Go. Ah ja, jetzt wird ein Schuh draus. Das ist der allerbeste. Guck mal da, wie das klappt. Hüpf, Fridolin. Ja, lass fallen das Ding. Oder so. Ach so. Muss ich jetzt noch dran stehen bleiben? Okay, die Kamera, die macht das schon. Weiter. Ah ja. Okay, der Kern ist im Boot gelandet, dann hüpfen wir es auch einfach mal runter. Ui! Fridolin! Base Jumper. So. Butterweich gelandet. Der Kleine. Jetzt die Frage, wo ist der Brenner gelandet? Ach, Gott sei Dank, da ist er. Mit, das stopfen wir mal da rein. Jetzt haben wir, glaube ich, eine neue Technologie freigeschaltet. Was haben wir denn da? Damit kann ich jetzt gar nichts anfangen. So, vom rein optischen her. So. Das ist auch mal wieder flott gemacht. Hängen wir mal dahin. So, was haben wir da? Hep. Fridolin, sei nicht so ein Arsch. Ja. Ich habe das Gefühl, ich muss da was mit dem Sauger machen. U-Boot! LOL! Leute, wir haben U-Boot! Ein Schiff getarnt als U-Boot! Okay! Das ist ja krass! Das Spiel ist schon nice. Da kann mir jeder sagen, was er will. So, dann haben wir wieder geflickt. Das ist geil. Okay. Wie weit darf ich denn sinken? Jetzt sinken wir ja auf den Grund. Oh. Das war jetzt ein bisschen viel. Das müssen wir jetzt ein bisschen regulieren. Dass der Koffer langsam abhebt. So. Ja. Oh, ein bisschen höher. So würde ich sagen.
Vielleicht noch ein bisschen höher. So. Ja. Das ist ja die Sache. Da ist überhaupt kein Brennstoff. Wie sollen wir uns jetzt hier fortbewegen? Ah ja. Das ist doch schon mal was. Nochmal auf das Loch. Oh, links erstmal dahin. Passt schon. Gut. Das ist ja echt geil, ey. Einmal hat man nur. Na komm, volle Kraft voraus. Was soll der Geiz? Oh, das Schaufel. Oh, das ist vorne ein Schaufelrad ausgefahren. Sowas habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Das ist schön mit dem Boot so ein bisschen. Die Lande durchstreifen oder übers Wasser fahren. Und neue Orte sehen und so. Falls schön Urlaub machen, aber jetzt hier. Der Wasserkapitän, damit habe ich nicht geredet. Ah, das ist schon nice. Hochziehen, Fridolin, hochziehen! Ah ja, gerade noch so reagiert. Also wieder ist der Brennstoff aus. Ja. Jetzt ist die Mühle aus. Ah, das ist ja. Das ist. Das ist cool.
Okay, wir tauchen auf. Ah ja. Okay. Okay, kein Wind. War nicht. Oder? Sollte doch Wind sein. Muss eigentlich. Kannst mir jetzt nur nicht vorstellen. Also ein bisschen flattert das Segel hier. Hier ist tote Hose. Bims wieder ein. Oder wieder irgendwas kaputt geht. Jetzt? Ich werde jetzt hier nicht den Schweißbrenner hier toasten. Das. Oder da in den Ofen schmeißen. Sachen geben. Nee. Ich bin schon wieder am Holzweg. Aufgetaucht. Tja. Hallo. Dass das da immer blinkt, weil das macht mich ja fertig. Was ist denn da? Das ist doch gar nicht. Sieht aber schon aus wie so ein Fridolin. So, Vorräte haben wir auch keine mehr. Ich hab halt höchstens den Brenner. Den kann ich doch nicht in den Ofen stoppen. Ja, ich denke, unsere Zeit, die ist jetzt hier sowieso vorbei. Ich schau mal, so, ne? Wie das hier so weitergeht. Kann ich hier speichern? Ah, ich glaube, es hat gespeichert. 11:02 Uhr. Ah, ich denke mal, das passt. Ja, Leute. Das war der... Was war es hier an der Stelle? 11:02 Uhr. Ja, das passt schon. Das war's ja an der Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hier beim Urlaub. Oh, jetzt ist das Bild weg. Egal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich auf der Urlaubsreise beim nächsten Mal begleiten würdet. Bis dahin. Euer Eddie. Von Team Fraktum.
Digitum. Ciao.